wir sind in Dublin angekommen. Gerade gelandet sozusagen. Auf dem Dach mit Dings, Helikopter. Ich wollte euch das Zimmer zeigen, weil wollt ihr immer. Ich kenne das ja mittlerweile. Und ja, so sieht das hier aus. Da. Tisch, Bett und der Fernseher mit dem sichersten WLAN-Passwort der Welt. Und da bin ich im Spiegel. Geil, ey. Ich habe vergessen, hier. Tja, okay. Wie viel Akku habe ich noch? 77%. Ja, muss reichen. Alles klar, tschüss. Kaffee. Wir haben Kaffee. Ja, was Wichtigeres brauche ich eigentlich nicht. Ach so, genau, Badezimmer muss ich euch noch zeigen. Wanne, Handtücher, Wand, Dusche, Klo, Waschbecken, Waschbecken, Spiegel, Spiegel, Tür. So, dann genieße ich jetzt auch meinen Kaffee. Tschüss. Bis zum nächsten Cut. Oh, ein Flur. Wir gehen jetzt was essen. Einfach einen dicken, fetten Burger. Richtig Bock auf Burger, wir beide hier. Ja, viel Pommes. Alles klar. Und ja, hier ist direkt um die Ecke so ein Burgerladen. Und den checken wir doch mal ab, ey. Warte mal kurz, ich glaube da... Ne, da ist Notausgang. Kann man da auch so raus? Ja, hier sind die Aufzüge auf jeden Fall. Ich hoffe, jetzt fängt es nicht an zu bimmeln. Okay, ne, geht. Tipptopp. Paula geht ein Foto machen. Ja, das hier ist so die Lobby. Könnt ihr auch mal eben gucken, hier ist auf jeden Fall richtig hübsch. Hier kannst du dann essen gehen und so weiter und so fort. Ziemlich geiles Hotel. Sieht schon ziemlich nice aus. So, Freunde. Wir stehen mitten in Dublin. Und jetzt gehen wir irgendwo einen Burger essen. Ich freue mich, ich habe Hunger. So, der erste Burgerladen um die Ecke, das war eher so ein McDonalds-Ding. Da hatten wir jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gucken. Hier gibt es eigentlich an jeder Ecke irgendwo einen Laden. Das ist total geil, wo man sich reinsetzen kann und was essen kann. Ziemlich cool. Alles sehr, sehr hübsch. Ich mag das ja so. Diesen alten Stil. Gepaart mit modern, genau. Paula, absolut. Ja. Auf jeden Fall cool. Oh, eine Brücke. Dublin hat den weltweit größten Pommespicker. Geil, ey. Aber ich habe immer noch keine Pommes. So, Cola haben wir schon mal. Burger ist bestellt. Einen Bacon Beef Cheese. Hast du nicht gesehen, Burger? Wir sind im Soma, ist das Ganze. Hier ist auf jeden Fall ein ganz netter Laden. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Sieht man mich? Ja, ich habe gerade auch extra geguckt. So, die Kleine wieder. So, ja, wir sind immer noch natürlich unterwegs in Dublin und das ist einfach, das ist der Hammer. Ich mache mal einen Kameraschwenk ohne meine Fresse drauf. Wir haben uns jetzt, achso, ist der nächste Tag. Dieser Vlog, der ist so undurchgeplant, egal. Nächster Tag, wir haben uns jetzt zu einer Hawkcliff fahren lassen, so heißt das Ganze hier, zu Hawkcliff fahren lassen. Und die Aussicht ist der Knaller, also es sieht super, super geil aus. Es ist so ruhig hier einfach, das ist so, ich weiß nicht, relaxing mäßig. Okay, jetzt laufen wir so ein Stückchen und gucken uns mal da hinten so die ganzen Sachen an und drehen einfach die neue Staffel von Game of Thrones selber, damit es nicht erst 2019 kommt. Tja. Von wo denn? Na egal, wir gehen jetzt hier mal runter und gucken. Aber wahrscheinlich fängt das da erst so an. Schatz, geh mal ruhig vor, ne? Okay. Die hat eine Kapuze auf, das ist wie ein Helm. Hier ist kalt. Hier ist überhaupt nicht kalt, du stellst dich voll an, du kommst aus Polen, Madame. Minus 20 Grad Winter bist du gewohnt. Heute hier rum bei 8 Grad. Glaub ich spinne oder was? Lauf vorsichtig, ne? Das ist ein bisschen rutschig hier, ey. Ich habe auch das perfekte Schuhwerk an. Auf jeden Fall sehr, sehr gut, ey. Ich traue dieser Brücke einfach. Ich traue ihr einfach. Funktioniert schon. So, was haben wir jetzt hier so schön? Das ist gar nichts. Ein Zaun. Es sieht schon gut aus. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe da kurz noch mitgefilmt. Da zeltet halt einfach einer. Der chillt da und pennt. Easy. Ja gut, also das sieht schon cool aus, ne? Und das Ding ist, es sind halt wirklich nur 8 Grad, aber es ist echt, also es ist nicht kalt. Das ist schon echt crazy, ey. Ich bin mal gespannt, was da hinten ist, ey. Wenn man da so rumgucken kann. Achtung, Freunde, haltet euch fest. Es ist Endstation. Geil. Und eine Treppe nach unten. Okay, nehmen wir. Würde ich mal sagen, oder?
Gehen wir runter, Schatz? Ja, ne? Ja. Okay, cool. Perfekt. Sehr, sehr geil. So, ja, ich bin auf jeden Fall richtig glücklich, dass wir noch diese Dublin-Reise bekommen haben. Komm ruhig runter, Maus. Weil ihr habt ja wahrscheinlich das Video gesehen, dass die Reise in die Dominikanische Republik, da waren ja Komplikationen und das hat nicht geklappt. Guck mal, ich muss dich bücken, du kannst einfach ganz normal stehen. Ah ja. Und ja, auf jeden Fall, das ist, ey, Freunde, Dublin, Irland, ultraschönes Land, ohne Scheiß. Fahrt hin, der Hammer. Lohnt sich auf jeden Fall, Lohnt sich Leute. Mega, ey. Komm, wir gehen. Und Taxifahrten sind ziemlich günstig. Ey, wir sind 44 Minuten hier hingefahren mit dem Taxi. Wisst ihr, was ich bezahlt habe? 25 Euro. Ja, lass die Kamera da ruhig stehen, siehst du. Ist okay. Ich weiß nicht, was das ist, Maus. Wahrscheinlich konnte man sich hier umziehen. Ja. Ja. Weil da geht halt auch noch so eine Treppe direkt ins Wasser. Da unten. Okay, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist eingetroffen. Hier gibt es kein Taxi und ich muss laufen. Das heißt, wir laufen jetzt in die neueste. Hallo, guten Tag, Sprachzentrum. In die nächste Ortschaft und dann Taxi. Und dann weiß ich auch nicht, Kaffee. Oder so. Kaffee. So, wir sind wieder zurück in Dublin City. Wir hatten einen unfassbar netten Taxifahrer. So was habe ich noch nicht erlebt. Also der war eigentlich wie so ein Touristenführer. Der Knaller, Alter. Wirklich richtig netter Kerl. Der hat jetzt gerade mal 4 Euro, glaube ich, Trinkgeld von mir bekommen. Also ich habe einfach aufgerundet. Der hat sich todesbedankt. Also der war so glücklich. Das ist mega gut, ey. Sowas feiere ich einfach noch, wenn Leute dankbar sind. Ja, wenn ihr in Dublin unterwegs seid, den Tipp habe ich vom guten This E-Guy bekommen, vom Sascha. Beanhive. Ja, das hier ist ein Café. Hier schmeckt der Kaffee einfach unfassbar gut. Unfassbar gut. Und diesen Cookie gönnt euch. Das ist einfach so ein Cookie mit Raspberry und White Chocolate Gedöns und so. Also wirklich der Hammer. Der fucking Hammer. Und Dublin ist gar nicht teuer. Ist mir mal so aufgefallen. Also die Europreise hier sind easy. Room Service. Beste, was es gibt. Wir gönnen uns ein Frühstück. Ein richtig geiles Frühstück mit Bohnen und Wurst und Speck und riesigen Croissants. Und wir haben Croissants eingegeben Müsli. Und da sind wir drei. Ist das hier der Kaffee? Das ist der Kaffee, okay. Dann ist das die Milch für deine Dingens oder was? Für okay. Anscheinend. Ja. Freunde, so wie dieser Haufen da aussieht, so musst du kotzen. So hat es auch geschmeckt. Das war Kernkacke. Wirklich. Kernscheiße. Man sieht, man muss da nicht mal reinbeißen. Ihr seht, komm, stell scharf! Die Kamera ist auch nicht mehr das, was immer. So, ihr könnt schon sehen, dass das einfach trocken ist. Also das ist trocken und wie Gummi. Das ist ja furchtbar. Ich komme mir gerade vor wie Tanzverbot, Alter. Mein Einkaufform. Nicht normal kaufen. Grüße gehen raus an Tanzi an dieser Stelle. Yo. Nee. Möchtest du erzählen, wie deine Cornflakes waren? Und warum die da stehen? Möchtest du es erzählen? Die waren haarig, ja. Haarig? Okay. Ich glaube, das sagt alles. Oh Gott, dieses Frühstück war einfach Kernkacke! Endlich leckerer Kaffee, wa? Boah, endlich. So. Ja, ich mich auch. Endlich werde ich mal wach. Das ist hier direkt um die Ecke. Also da hinten, wenn ihr da jetzt so links um die Ecke gehen würdet, da ist das Hotel. Das kann man auch da noch sehen, dieses Gebäude, was hinter dem rötlichen hervor scheint. Das ist unser Hotel halt. Da ist auch irgendwo das Zimmer auf der Seite. Das ist ganz cool. Da fährt auch direkt ein Zug entlang. Aber das ist total beruhigend, weil das ziemlich isoliert ist. So. Also ist ziemlich cool. Und Paula wollte gleich gerne so ein Schloss, so eine alte Burg oder sowas besichtigen. Und da kommt er natürlich mit. Ne? Ja, bis gleich. Leicht rechts abbiegen. Halt. Oh. Hui, wir sind da. Ja, leider ein paar Bauarbeiten und leider gar nicht mal so krass, wie ich jetzt dachte. Aber, gehen wir was essen? Ja. Hä? Was hast du? Vielleicht gibt es da noch was. Mit Sicherheit. Burger, Pizza. So, ihr Süßen, das hier ist jetzt die andere Seite. Sieht auf jeden Fall schöner aus als auf der anderen Seite. Ich filme einfach nur noch dich, dann ist das Video wenigstens in Ordnung. Nee, also hier, das sieht jetzt schon echt ein bisschen besser aus so. Aber ich meine, Freunde, ihr kennt ja wohl auch mein Problem, oder? Richtig, da gibt's auch keine Burger. Komm mit, da gibt's Burger. Mein Essen. Paulas Essen.
Nee. Jo, was geht? So, der letzte Tag in Dublin, den werde ich jetzt nicht mehr filmen, weil wir gehen jetzt nur noch mal was essen und dann später noch was trinken und dann geht auch relativ früh morgens wieder der Flug. Von daher, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt oder eben halt nicht. Madame kommt auch gerade kurz ins Bild. Ciao. Ja. Achso, noch nicht. Ja, nee, doch, passt. Aktiviert die Glocke, ich mach mich von der Socke. Tschö. Tschüss.